Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher, und zwar aus dem Tagebuch. Ja, das haben wir jetzt schon eine ganze Weile vernachlässigt. Das tut mir leid, aber irgendwie, ich habe es echt immer zwischen den Folgen vergessen, dass ich das nochmal mache. Ja, wie dem auch sei, das machen wir jetzt. Das heißt, das wird eine längere Folge. Alles Mögliche, wen es nicht interessiert. Ich meine, das Wesentliche kriegt man ja auch im Let's Play selber mit, aber ihr könnt ja, so, das ist halt als Zusatzinformation, ne? Ihr kennt das ja. Genau, wir gehen mal die ganzen neuen durch, ich werde wieder alles vorlesen. Wir haben uns zum Glück immer so schöne Ausrufezeichen an den Seiten, die uns alles erzählen, was neu ist. So, wir fangen an mit Charakteren, und zwar bei Azar Yavit. Der Magier griff Kaer Morhen an, weil er die in der Festung verwahrten Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, der Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Merigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol eines Salamanders. Der geheimnisvolle Magier, der das Symbol eines Salamanders benutzt, ist ein begabter Alchemist, der Mutationen erforscht. Sein Name ist Azar Yavit. Der exotische Name deutet an, dass er von weit her kommt. Der Hexenmeister versteckt sich, doch reicht sein Einfluss über ganz Visima und wahrscheinlich sogar noch weiter. Der Mann, den ich suche, ist süchtig nach Fistich. Er nimmt große Mengen der Droge in ihrer reinsten Form. Meine Widersacher ist ein abtrünniger Magier. Das bedeutet, aus irgendeinem Grund wurde er aus dem Kreis der Hexenmeister verstoßen. Einst führten abtrünnige Magier die Mutationen der Hexer durch. Ich habe herausgefunden, dass Azar Yavit politische Ambitionen hat. Typisch für Hexenmeister. Okay, dann haben wir noch Berengar. Berengar wurde vor meiner Ankunft im Umland gesehen. Er schloss einen Vertrag über die Bestie, verschwand dann aber. Vielleicht hatte er Angst vor dem Ungeheuer. Ich habe erfahren, dass Berengar mit den Salamandra zu schaffen hatte. Ich weiß aber nicht, ob er ihr Komplize oder Feind war. Boxfleisch. Ich traf Boxfleisch, den Anführer einer Banditenbande aus dem Tempelbezirk. Er machte keinen guten Eindruck auf mich, wenigstens das hatten wir gemeinsam. Wahrscheinlich hatte der Schurke etwas mit Berengars Verschwinden zu tun. Boxfleisch schickte seine Leute zu Majorans Krankenhaus. Seine Banditen griffen mich an, als ich den Gefangenen verhören wollte, der sich dort befindet. Dryaden. Ach, sogar mit Herzchen. Ach, guck mal, guck, da können wir uns die Fotos angucken, die wir nach unserem kleinen Liebesspiel bekommen haben. Ich habe eine Lektion in den Gebräuchen der Waldtriaden bekommen. Ich muss gestehen, sie unterscheiden sich von Menschen. Auf eine Art, die mir gefällt. Okay. Golan Vivaldi. Golan Vivaldi ist ein Zwerg, der sehr empfindlich ist, was sein Volk angeht. Die Vivaldis sind eine Familie von Finanziers. Eine ihrer Banken befindet sich im Händlerviertel von Visima. Das Geld für eine Kaution des Professors stammt aus Vivaldis Bank. So konnte der Verbrecher auf freien Fuß kommen. Vivaldi verlor seinen Familienbetrieb. Nach einer feindlichen Übernahme wird die Bank jetzt von neuen Besitzern, Menschen, geleitet. Das erklärt die Verbitterung des Zwergs und auch seine Armut. Ich verdächtige Vivaldi zu Unrecht, die Salamandra finanziell zu unterstützen. Die vorliegenden Beweise lassen darauf schließen, dass er unschuldig ist. Vivaldi unterhält Beziehungen zu Anderlingen, die verfolgten Skirtel eingeschlossen. Kalkstein. Dieser zerstreute Alchemist macht einen netten Eindruck, aber es ist offensichtlich, dass ihm seine wissenschaftlichen Theorien mehr am Herzen liegen als die prosaischen Aspekte des Lebens. Kalkstein hat Beziehungen zur kriminellen Unterwelt Visimas, eine seltsame Gesellschaft für einen Alchemisten. Manchmal nutzt der Alchemist die Dienste von Hexern. Berengar hat für ihn gearbeitet. Raymond Marlowe, Detektiv. Ich habe Detektiv Raymond Marlowe angeheuert, um mich bei der Suche nach dem Anführer der Salamander zu unterstützen. Raymond ist ein verbitterter, zynischer Mann. Er wollte keinen Finger rühren, ehe ich ihn bezahlt hatte. Aber er scheint sich auch gut auszukennen und sein Handwerk zu verstehen. Jemand hat die Identität des Detektivs angenommen und ich kann es beweisen. Ich habe den Leichnam des Detektivs entdeckt. Jemand muss herausgefunden haben, dass ich mit diesem Mann zusammenarbeite, und war davon offenbar nicht gerade begeistert.
Dieser jemand ermordete ihn und nahm seine Identität an. Ich wüsste nur zu gerne, wieso. Rittersporn. Ich habe Rittersporn getroffen, der mein bester Freund gewesen sein soll. Rittersporn ist ein unermüdlicher Schwätzer, ein Narr und ein Faulpelz. Außerdem ein Schürzenjäger, der Ärger geradezu magisch anzieht. Aber gleichzeitig ist Rittersporn ein wirklich begabter Künstler, auch wenn er meist durch die Lande zieht und sich mit gelegentlichen Auftritten durchschlägt. Siegfried von den Nessel. Ein Ritter vom Orden der Flammenrose ist ein Idealist, der die Regeln des Ordens befolgt, aber gesunden Menschenverstand besitzt. Er ist höflich, offen und anders als viele seiner Brüder frei von Vorurteilen. Dass er mutig ist, kann man ihm nicht absprechen. Er hatte keine Angst davor, in die Kloake gegen die Gorgo zu kämpfen. Siegfried und ich besiegten die Gorgo gemeinsam. Der Ritter erwies sich als höflich und geschickter Schwertkämpfer. Unter der Führung des Siegfrieds besiegten die Ritter das Goyatel im Kampf auf dem Golem-Toten-Eiker. Thala. Im Tempelbezirk von Sivisima lebt ein Hehler namens Thala. Er hat viele Habseligkeiten Berengas in seinem Besitz und handelt auch mit illegalen Dingen. Der Hehler ist ein abstoßender Mann mit einer besonders unflätigen Ausdrucksweise. Tagsüber findet man ihn in seinem Lager, das sich in einem Haus im Tempelbezirk befindet. Thala bietet Berengas Hexerausrüstung feil. Ich frage mich, wie diese Sachen in seinen Besitz kamen. Für einen Hehler und Schurken besitzt Thala überraschend ausgedehnte Verbindungen, nicht nur zu Dieben, sondern unter zu den Wohlhabenden. Der Hehler hat einen wirklich großen Freundeskreis. Auch Mitglieder der Stadtwache gehören dazu. Es stellt sich heraus, dass Thala der Chef des temerischen Geheimdienstes und als Tarnung als Hehler nur eine seiner zahlreichen Identitäten ist. Triss Merigold. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wiederhergestellt werden. Triss Merigold ist meine Freundin. Sie sah mich sterben und meine Rückkehr in die Welt der Lebenden überraschte sie. Triss ist eine Zauberin und eine der einflussreichsten und begabtesten ihrer Art. Sie hat zahllose mächtige Feinde und kennt auch die Hexer von Kaer Morhen. Außerdem gehört sie zu den wenigen, die den Weg zu der Festung kennen. Ich habe das Gefühl, dass Triss mich sehr mag. Kann man wohl sagen. Nach Leos Beerdigung teleportiert sich die Zauberin nach Vizima. Sie wollte ihre weitreichenden Kontakte nutzen und Informationen über die Salamandra sammeln. Triss versprach, mich aufzusuchen, sobald ich in Vizima eintreffe. Triss fand mich in den Sümpfen, wo ich nach meinem Gefecht mit Azayavet bewusstlos lag. Sie brachte mich in ihr Haus im Kaufmannsviertel und pflegte mich, bis ich wieder zu mir kam. Als ich dort wach lag, hörte ich Triss mit ihrer Freundin über den magischen Kommunikator reden. Jetzt weiß ich, dass ich auch andere Zauberinnen für die Salamandra interessieren. So, Vaska. Vaska ist die Anführerin der Ziegelbrenner, die im Sumpf leben. Sie spricht in Rätseln und scheint ein bisschen verrückt zu sein. Sie scheint die Wassergötter anzubeten, die wahrscheinlich Vatja neu sind, und ist äußerst empfindlich, was diese anbelangt. Vincent Mays. Der Hauptmann der Stadtwache entließ den Professor, einer der gesuchtesten Verbrecher Temeriens, aus dem Gefängnis. Vincent ist der Hauptmann der Stadtwache und verhilft das Königsrecht im Tempelbezirk zur Durchsetzung. Vincent Mays gehörte zu den wenigen, die wussten, dass ich in die Kloaken hinabsteigen wollte, um die Gorgo zu töten, und er wusste auch, dass ich die Kloaken nur durch jenen Ausgang verlassen konnte, wo ich auf die Banditen der Salamandra stieß. Die Leute behaupten, nachts kann man Mays nicht sprechen. Nach Einbruch der Dunkelheit löst sich der Hauptmann in Luft auf. Der Hauptmann der Stadtwache erwies sich als unschuldig. Ich habe Beweise, die belegen, dass er nicht mit den Salamandra kollaboriert hat. Yevin. Yevin ist ebenso eingebildet wie eloquent. Er scheint gerissen und klug zu sein und verachtet Menschen. Er sieht sie als aggressive Barbaren und bringt nur den älteren Völkern Achtung entgegen. Trotzdem, dieser desillusionierte Mann behandelt mich auf seine eigene seltsame Weise mit Respekt.
Sultan Shivai. Ich half einem Zwerg, der von Rassisten angegriffen wurde. Er kannte mich als einen alten Freund. Der Zwerg heißt Sultan Shivai. Er behauptet, er sei vor Jahren in Riva Zeuge meines Todes gewesen. Sultan scheint mir vernünftig und pragmatisch zu sein. Er nimmt die Welt nicht ganz so ernst und findet in den meisten Dingen noch eine ironische Wendung. Und wie alle Anderlinge ist er besorgt wegen der rassistischen Atmosphäre in Temerien. Sultan hat es geschafft, zum Tempelbezirk zu gelangen. Der Zwerg freute sich, mich wiederzusehen. Das glaube ich gern. So, gehen wir mal an die Orte. Das Gasthaus zum Haarigen Bären. Der Haarige Bär ist eine Absteige für anspruchslose Klientel. Der Schankwirt knausert ganz offenkundig mit der Seife, das Bier dagegen wässert er großzügig und die dünnen Matratzen muss man mit Ratten teilen. Doch fast jeder kann hier die Unterhaltung finden, die er sucht. Freunde illegaler Faustkämpfer, Gauner und Trunkenbolde kommen alle im Haarigen Bären auf ihre Kosten. Das heißt, dass man dort sogar die illegale Droge Fistech kaufen kann, falls man einen Drogenhändler namens Coleman findet. Na gut, Coleman ist ja nun nicht mehr. Naja. Der Magierturm. Oh, das ist wieder viel. Das Buch Die geheimen Pforten erzählen von einem Magier, der einen Turm in den Sümpfen erbaute. Um dem Gebäude auf dem Marschland Halt zu geben, musste der Zauberer das Element Erde bändigen und den Turm mit Zaubern beschützen. Der Zauberer wollte den Geheimnissen der Magier auf den Grund gehen und spielte mit den Kräften der Natur. Der Verrat durch die Liebste oder ein magisches Desaster führte zur Katastrophe. Der Magier verschwand, während seine Geheimnisse samt und sonders in dem behüteten Turm eingeschlossen blieben. Dem Einsoff-Aur kann ich höchst verworren entnehmen, wo ich die Sephiroth-Steine, die den Turm im Sumpf öffnen können, suchen muss. Den ersten Stein bekommt man von einer weisen Person, den zweiten Stein. Der zweite Stein ist im Besitz einer wohlhabenden Person und der dritte im Besitz einer barmherzigen Person. Wo war ich jetzt? Genau. Drei werden von einem Mädchen, einer Mutter und einer alten Vettel gehütet und können durch Opferung und Gebete erlangt werden. Der siebte Sephira ist in den Sümpfen unterirdisch versteckt und wird vom Tod bewahrt. Den achten Stein bekommt man von einem Mann, der durch verschlungene Mysterien leidet. Den neunten muss man seinen Hüter im Kampf abnehmen. Der zehnten und letzten erhält derjenige als Belohnung, der beharrlich nach der Wahrheit sucht. Serikanien. Das ist gar nicht mehr auf der Karte verzeichnet, das ist bloß ein Pfeil nach rechts unten raus. Serikanien ist ein geheimnisvolles Land weit im Süden. Die nördlichen Königreiche haben mit dieser Region wenig zu tun. Über Serikanien ist nicht besonders viel bekannt. Das Klima ist heiß, exotische Tiere ziehen durch das Land, seine Bewohner verehren Drachen. Darüber hinaus ist Serikanien berühmt für seine Alchemisten, die sich auf Pyrotechnik spezialisiert haben und für seine tätowierten Kriegerinnen, die geschickt mit dem Säbel umzugehen wissen. Shanisheim ist leicht zu finden. Es liegt bei einer Statue des Esculapstabes. Die Unterkunft gehört einer alten Dame mit einer schwierigen Persönlichkeit. Man muss ihre Gunst erringen, damit man eintreten darf. St. Majoran Krankenhaus. Das nach dem Propheten Majoran benannte Krankenhaus wurde in einem ehemaligen Tempel der Melithel eingerichtet. Noch heute steht eine dreifache Statue der Göttin dort. Schwestern und Novizinnen arbeiten hier und versuchen, den Opfern der Pest zu helfen. Es ist kein angenehmer Aufenthaltsort, denn das Stöhnen der Leidenden ist so allgegenwärtig wie der Gestank ihrer Exkremente. Wer die Krankheit nicht überlebt, also die überwältigende Mehrheit, wird in einer Grube hinter dem Krankenhaus geworfen. Hin und wieder verbrennt man die Toten, damit sich die Pest nicht noch weiter ausbreitet. Genau. Kürzlich hat der Orden der Flammenrose das Krankenhaus unter seinen Schutz gestellt.
Die Sümpfe. Auf der anderen Seite des Sees, nahe bei Vizima, liegt ein großes Marschland, in dem kleine menschliche Gemeinschaften, aber auch verschiedene Ungeheuer leben. Es ist nicht sicher dort, selbst tagsüber. Jeder Moment kann ein Ertrunkener oder Blitzzeuge aus dem trüben Wasser springen. Der lässige Wandersmann sollte sich auch vor Irrlichtern hüten. Die unachtsamen Abenteurer gehen tiefer und tiefer in den Sumpf locken, bis sie im Schlamm stecken bleiben und umkommen. Um diesen Ort zu erreichen, muss man den Fährmann vom Deich von Vizima ansprechen und den See mit dem Boot überqueren. Eine Gruppe Holzfäller arbeitet tief in den Marschlanden und verdient ihr Geld damit, dass sie Handwerkern aus Vizima Holz verkauft. Ihr Anführer ist ein Zwerg namens Jarenbold, der die kleine Gemeinschaft mit eiserner Faust regiert. Die Sümpfe sind die Heimat der Ziegelbrenner, die ihren Lebensunterhalt mit Ausgraben und Brennen von Ton verdienen. Sie leben in einem beschaulichen, kleinen, von dem Rest der Welt abgeschnittenen Dorf. Ihre Anführerin ist eine leicht verrückte Frau namens Vaska. Die nebligen Marschen bergen viele Geheimnisse. Zum Beispiel gibt es eine kleine Lichtung, wo die Statuen mächtiger Golems halb im Schlamm begraben sind und als wären sie mitten im Schritt erstarrt. Einer davon wirkt besonders beunruhigend und überragt die Lichtung auf ominöse Weise. Die Sümpfe sind ein Ort, wo der Mensch sich der Natur in ihrer ganzen wilden, verwirrten Erhabenheit beugen muss. Darum haben sich die Druiden hier niedergelassen und einen heiligen Hain mit dem Baum des Lebens in seiner Mitte angelegt. Der Jüngste der Natur dulden keine Gewalt in dem Hain. Sie versorgen kranke Tiere und haben sogar verwundete Dryaden bei sich aufgenommen. So, Triss Unterkunft. Kurz Moment bitte. Triss wohnt in einem Eckhaus an einem kleinen Platz, auf dem ein leerer Sockel steht, der seines Monuments beraubt wurde. Die Statue, die eine Elfenphilosophin abbildete, wurde kürzlich eingeschmolzen, um eine Glocke für das Kloster des Ordens der Flammenrose zu gießen. Die Zauberin hat ihre Heimatstadt höchst luxuriös, wenn auch nicht extravagant eingerichtet. Man findet hier viele teure Geräte, ebenso magische Komponenten und Ausrüstung. Okay, dann gehen wir mal weiter auf die Ungeheuer. Und zum Beispiel Aalghule. Aalghule sind Ghule, die so viele Jahre Menschenfleisch verzehrt haben, dass es unwiderstehlich auf sie wirkt und sie darum auch Jagd auf die Lebenden machen. Man findet sie in Grüften und auf Schlachtfeldern, meistens von Ghulen umgeben. Einfache Leute erkennen den Unterschied zu den Aasfressern nicht ganz anders Hexer, denn sie wissen, dass ein Aalghul ein aggressiverer und anspruchsvollerer Gegner ist. Archispor. Manche Verbrechen sind so schrecklich, dass sie die Leute mit Grauen erfüllen und die Götter beleidigen. Die Ruchlosigkeit eines Verbrechers und die Grausamkeit seiner Tat erzeugen einen Fluch, der die Archispor zum Leben erweckt. Die Bestie greift hasserfüllt unschuldige Geschöpfe an und versucht blindwürdig Rache zu üben. Okay. Ja, mit der hat man gut Ärger gehabt. Echinopse, die monströsen Pflanzen wachsen an Orten, wo grausame Verbrechen verübt wurden. Die Bestien versuchen sich an Verbrechern zu rächen, verschonen jedoch auch Unschuldige nicht, die ein unglückliches Schicksal in ihrer Nähe versteckt. Die Erscheinung. Will man eine Erscheinung loswerden, muss man zuerst ihren Körper finden. Man versuche es in ungeweihter Erde oder in der Ecke eines Friedhofs, wo Gesetzlose begraben werden. Wenn man den Leichnam ausgräbt, wird man feststellen, dass er nicht verwest ist und Blut auf den Lippen hat. Man durchbohre den Leichnam mit einem S-Bahn-Flock, schneide den Kopf ab, lege ihn dem Leichnam zwischen die Beine und zünde alles an. Sicher ist sicher. Dann kehrt die Erscheinung niemals zurück, es sei denn, man macht etwas falsch. Dann ist es um einen geschehen. Okay, merken wir uns am besten auch. Flatterer. Einfache Leute glauben, dass Flatterer tote Heiden sind, die sich in Vampire verwandeln und nach Bestattung aus ihren Gräbern kommen. Als Vampire attackieren sie schlafende Leute und trinken ihr Blut. Bauern behaupten, dass sie ein von einem Flatterer gebissener Mensch selbst zum Flatterer rührt. Das ist natürlich Unsinn. Okay. Mittagserscheinung.
Mittagserscheinungen werden zur Mittagsstunde aus Hitze, Traurigkeit und dem Schweiß von Pflügern geboren. In der heißen Luft wird, In der heißen Luft über den Feldern versammeln sie sich, tanzen wie wild und erzeugen Luftwirbel. Doch diese Geister mögen es nicht, beobachtet zu werden. Wer spioniert, wird gezwungen, mit ihnen zu tanzen. Mittagserscheinungen beenden ihren Tanz, wenn die Sonne untergeht. Wenn der entführte Mann längst vor Angst und Erschöpfung gestorben ist. Okay. Die Nachterscheinung. Nachterscheinungen werden aus Mondlicht, Wind und Erde, die nach einem heißen Tag abkühlen, geboren. Sie schweben über dem Boden und wirbeln in einem irren Tanz herum, den kein Sterblicher erblicken darf. Wird ein Sterblicher beim Spionieren erwischt, so wird er mit Mondlicht geblendet, in den Kreis gezogen und zum Tanzen gezwungen, bis er tot umfällt. Manchmal wird er so selbst zur Nachterscheinung. Eine Striege. Woher kommt sie? Zauber? Magie? Ich habe keine Ahnung, Sire. Die Weisen erforschen dieses Phänomen. Uns Hexer genügt das Wissen, dass Willenskraft sie erschaffen kann. Und wie man sie bekämpft. Und tötet? In aller Regel ja. Dafür werden wir gewöhnlich bezahlt. Kaum jemand möchte einen Zauber aufheben. Die Leute wollen sich meist nur schützen. Und wenn das Ungeheuer Menschen getötet hat, kann Rache ein weiteres Motiv sein. Ein Verschlinger. Verschlinger werden oft Nachthexen genannt, da sie Ähnlichkeit mit hässlichen alten Frauen haben und für ihre hexentypische Heimtücke berühmt sind. Diese Kreaturen verschlingen Menschenfleisch und obwohl sie bereitwillig auch Leichen verzehren, gelüstet es sie vor allem nach frischem, warmem Fleisch. Verschlinger jagen nach Einbruch der Dunkelheit in Gruppen, die von Bauern Sabbate genannt werden. Sie täuschen ihre Opfer gern und quälen sie, aber Geschichten über mitternächtliche Riten auf dem Besenstiel und Knusperhäuschen entbehren jeder Grundlage. Okay, also die typische Waldhexe. Na, Werwolf. Baron Wolfstein barg das Geheimnis in den Händen. Sein Herz klopfte, plötzlich wurde der Geruch des Blutes seiner Frau und seiner Kinder intensiver. Die Muskeln in des Barons Körper schwollen an, seine prunkvollen Gewänder fielen in Fetzen auf dem marmornen Boden. Gott. Mein Liebster, du bist so haarig, du bist ein Werwolf. Bianca erbleichte. Was wird nun aus unserer Liebe? Ein schreckliches Brüllen war die Antwort. Trulla Daniela. Baron Wolfsteins Fluch und andere Liebesgeschichten. Okay, naja, gut. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd ist eine Horde von Geistern, die beim Sturm über den Himmel ziehen und sich als Vorboten des Unheils, gelten. Ihr Auftritt zieht Krieg und Verderben nach sich. Ähnlich wie ein Komet. Die geisterhafte wilde Jagd erscheint dem Verfluchten oder vom Schicksal Auserwählten manchmal in Träumen. Ein Zementaur? Über Ghule und Gravier wurde viel geschrieben, da sie Kreaturen sind, denen gewöhnlich Leute in Zeiten des Krieges oder auf Friedhöfen oft begegnen können. Zementauren sind selten, aber wenn sie einem Gottesacker erscheinen, übernehmen sie ihn. Alle Ghule respektieren sie und verneigen sich vor ihnen. Ah, sowas wie der König der Ghule also. Okay. Formeln, haben wir da was Neues? Golemherzmark. Golems werden üblicherweise als gedankenlose Konstrukte beschrieben. Sie sind zu einem Synonym für Nichtvernunft geworden. Doch nur die mächtigsten Magier wissen, wie viel Anstrengung erforderlich ist, einen Zauber auf das steinerne Herz eines Golems zu wirken, damit er auch nur die einfachsten Befehle befolgt. Obwohl die Ursprünge des Prozesses im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, haben abtrünnige Magier irgendwie gelernt, wie man auf die starke Magie zugreift, die das Obsidianherz eines Golems enthält, um damit einen mächtigen mutagenen Trank zu brauen oder die Hirne von Hexern beeinflusst. Okay, das muss man eigentlich auch noch machen, ne? Haben wir noch gar nicht. Oder haben wir das schon? Ich weiß jetzt gar nicht. Mariborwald. Eine alte Geschichte behauptet, dass dieser Trank zuerst von Dryaden aus den Wäldern des Brokilon hergestellt wurde.
Die Formeln fielen den Druiden im Wald von Maribor in die Hände, die sie dann an ihre Brüder in allen Teilen der Welt weitergaben. Die Formel gelangte auch nach Kaer Morhen, wo die pragmatischen Hexer sie unter Verwendung von Zutaten aus den Kadavern von Ungeheuern produzierten. Was man nicht alles machen kann, ne? Petris Wundertrank. Der Magier Petri trachtete sein Leben lang danach, seine magischen Kräfte zu verstärken. Dieses Trachten war nicht von Erfolg gekrönt, aber als Nebenprodukt seiner Bemühungen entstanden mehrere interessante Tränke. Einer davon, Petris Wundertrank genannt, ist nützlich für Hexer mit magischen Fertigkeiten. Hexer, die Nahkampf bevorzugen, wenden Petris Wundertrank jedoch nur selten an, da er höchst toxische und daher die Einnahmen anderer Tränke unmöglich macht. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Okay, dann Zutaten. Was haben wir hier noch so? Oh, jede Menge. Algulmark aus Algulenkörpern gewonnen. Okay, ich glaube, da ist keine Story dahinter. Das können wir uns eigentlich sparen. Fenibet. Hahn. Hopfenlollen. Hundspetersilienblätter. Ignatiablätter. Mistelzweig. Mutterkornsamen. Noch Pimentwurzel, Schattenstaub aus den Körpern von Nachterscheinungen und Verschlingern. Sporen. Stiegenherz. Aus einem Stiegenkadaver entnommenes Herz. Ach was. Verschlingerzähne. Werwolfspelz. Wolfsaloe. Wolfsbann. Naja, gut. Kennen wir alles schon. So. Ins Glossar. Elfen. Moment, ich trinke mal eben einen Schluck. Kann man dann hin und wieder doch mal brauchen. Okay. Elfen sind ein schönes, langlebiges Volk. Sie haben spitze Ohren, markante Gesichtszüge und ihr Gebiss hat keine Eckzähne. Wie sieht das dann aus? Elfen sind stolz und überheblich und sie haben im Laufe vieler Jahrhunderte eine raffinierte Hochkultur entwickelt. Heute gibt es jedoch nicht mehr viele ihnen. Und diese leben in ständigen Konflikt mit der Zivilisation der Menschen. Daher schließen sich viele junge Elfen den Skrytel-Kommandos an, um für ihre Rechte zu kämpfen. Elfen sprechen in Gegenwart von Menschen nicht über ihren Glauben, da sie der Überzeugung sind, Barbaren können seine philosophischen und mystischen Feinheiten nicht begreifen. Den meisten Menschen liegt andererseits wenig am Glauben der Elfen. Fest steht, dass manche Elfen auch an Dana Medb glauben, die Muttergöttin, die ein Aspekt der Göttin Meditele zu sein scheint. Interessant. Fistelch ist eine verbotene Droge, die sich in Temerien großer Beliebtheit erfreut. Sie wird in Form eines weißen Pulvers benutzt und ist sehr suchtgefährlich. Nur Fachleute mit einer komplizierten alchemistischen Ausrüstung können sie herstellen. Kult der Löwenkopfspinne. Khorram Akhtar, genannt die Löwenkopfspinne, ist eine grausame Göttin, die ihren Anhängern Blutopfer abverlangt. Der Kult der Löwenkopfspinne ist verboten, daher gibt es nur wenige Orte auf der Welt, wo sich die Anhänger offen zu ihrem Glauben bekennen können. Temerien ist bemüht, den Glauben an die Löwenkopfspinne auszurotten. Kultisten werden als Mörder verurteilt. Okay. Der Kult der Meditele. Unter den zahlreichen Glaubensrichtungen der Nordlinge ist am verbreitetsten der Kult der Meditele, der Göttin mit den drei Gestalten, junges Mädchen, Frau und alte Vettel. Meditele ist die Muttergöttin, deren Fürsorge ihren Kindern gilt, und ihre Gefolgschaft besteht nicht ausschließlich aus Frauen. Auch Männer beten zu ihr. Kleriker der Meditele predigen Liebe und Frieden. Sie führen viele Krankenhäuser, Waisenhäuser und Asyle. Die Loge der Zauberin. Die Loge der Zauberin wurde nach dem Aufstand in Tanit als Ersatz für
was? Kapitel und Rat der Zauberer gegründet. Ach, Kapitel und Rat der Zauberer gegründet. Ziel der Gründerin war es, den Krieg zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen zu beenden. Sowohl der Einfluss der Magier auf die Geschichte der Welt zu bewahren. Die Organisation ist bis heute in Form eines Bundes zwischen den mächtigsten Magierinnen aus den Reichen des Nordens und Südens aktiv. Die Loge hat erheblichen politischen Einfluss, auch wenn ihre Aktivitäten nicht immer von der Öffentlichkeit verstanden werden. Magie. Magie ist die Kunst, die Macht des Chaos unter seinen Willen zu beugen. Wer diese Kunst praktiziert, muss ein großes und kompliziertes Wissen meistern, und wie es scheint, haben Frauen eine besondere Prädisposition dafür. Zauberer suchen begabte Kinder und unterrichten sie. Die in Zauberformeln gebündelte Macht kann zur Heilung, Teleportation, Zerstörung, zur Erzeugung von Illusionen und zum Gestaltwandel verwendet werden. Die berühmtesten Zauberer wurden nach ihren Schöpfern benannt, zum Beispiel Alsur Donna oder Merigoldhagel. Ah, Simon, ist bestimmt von Triss. Dank der Magie kann man auch magische Talismane und Amulette herstellen, wie zum Beispiel die Medaillons der Hexer. Die Zeichen der Hexer sind recht einfache Zauber, meist kinetischer oder den Geist beeinflussender Natur. Um sie einzusetzen, benötigt man Willenskraft und eine Handbewegung. Das Wirken von Zeichen ist nicht zeitaufwendig, daher verwenden Hexer sie im Kampf gegen Ungeheuer. Ja, Zauberer. Nur wenige Individuen haben das Zeug zum Zauberer und viele mit diesem Potenzial sind zum Wahnsinn verdammt. Okay. Wenn die fragliche Person, auch als Quelle bezeichnet, nicht schleunigst erlernt, ihre Macht zu kontrollieren, mag sie oder er als halbverrücktes, zauberndes Orakel enden. Deshalb wurden Schulen für Zauberer eingerichtet, die den begabten Kindern viele Jahre lernen können. In denen begabte Kinder lernen können, diese magischen Fertigkeiten zu meistern. Ihre Macht lässt Zauberer langsamer altern als normale Menschen. Sie können magische Energie aus den vier Elementen extrahieren, sich über weite Strecken befördern und sie können heilen, aber auch im Handumdrehen töten. Ihr wissenschaftliches und politisches Wissen ist enorm. In Hinsicht auf Letzteres kommen viele Zauberer Staatsoberhäuptern gleich. Das Frühstadium des Krieges mit Nilfgaard brachte auch das Ende der Bruderschaft der Zauberer, eine Organisation, in der sich Magier zusammengetan und eine strenge Kontrolle über magische Praktiken ausgeübt hatten. Während der letzten Versammlung der Bruderschaft kam es zu einem Aufstand auf Tanith. Einige Magier wurden als Hochverräter bezeichnet, in anderen Worten bezichtigt, für Nilfgaard gearbeitet zu haben, und entweder festgenommen oder getötet. Die verbliebenen Zauberer errangen Unabhängigkeit und gründeten kleinere Organisationen. Im Kielwasser der Rebellion bewahrten die Zauberer ihren Einfluss. Viele blieben königliche Ratgeber und regierten manchmal sogar hinter den Kulissen ganze Länder. Philippe Eilhard stärkte ihre Position als graue Eminenz Redaniens, während die Elfin Francesca Finn dabei, die Königin von Dol Blatana, sich mehr für die Angelegenheiten der Menschen interessierte. Triss Merigold, eine der jüngsten Zauberinnen und Repräsentantin der Interessen König Folters, arbeitete ebenfalls mit daran, die neue Ordnung zu etablieren. Ja, ne? Gut, die Tutorials sparen wir uns mal wieder. Ich glaube, das müssen wir uns wirklich nicht reinziehen. Dann sind wir durch für dieses Mal. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören und hoffe, ihr seid doch im eigentlichen Let's Play wieder mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, bis dann und lasst ein Like da, vielleicht ein Kommentar. Vielen Dank. Ciao, ciao.